Ein Bahnhof in der Peripherie von Rio de Janeiro. Schon lange vor Sonnenaufgang haben Lira Pacheco und ihre Schwester ihre Plätze eingenommen. Sie verkaufen Kaffee und Kekse, der letzte Notnagel in der Krise. Früher hatte ich noch eine Arbeit. Ich bin Lehrerin. Jetzt mit der Pandemie ist es schwer zu arbeiten, vor allem mit Kindern. Das hier ist unsere einzige Einnahmequelle, um über die Runden zu kommen, Reis zu kaufen und Bohnen. Doch die 56-Jährige hatte es auch schon vor der Pandemie nicht leicht. So wie viele andere hier. Eines der dringendsten Probleme: bezahlbarer Wohnraum. Immer mehr Menschen leben in prekären Verhältnissen. Mit zwei ihrer Schwestern und deren Familien teilt sich Lira das Grundstück, das einst ihrem Großvater gehörte. Ah, die Oma ist da. Für ihren Enkel, sich selbst und ihre arbeitslose Tochter blieben der frühere Innenhof und die Garage übrig. Mit eigenen Händen hat Lira hier ihr notdürftiges Zuhause errichtet und Trennwände hochgezogen, ein Provisorium. Denn selbst dieses Wenige kann sie nicht ihr eigen nennen. Es gibt viele potenzielle Erben. Wenn die alle von heute auf morgen beschließen, uns hier rauszuschmeißen, dann haben wir keinen Ort zum Wohnen. Meine Tochter, mein Enkel und ich. Wir haben keine Bleibe. Deswegen brauchen wir eine Alternative, um zu wissen, wohin wir gehen können. Auch rundherum wächst die Not. Allein hier in Rios riesiger Vorstadt Duque de Caxias fehlen laut Statistik 2020 insgesamt 350.000 Wohneinheiten. Die armen Viertel dehnen sich immer weiter aus. Viele davon wurden errichtet ohne Genehmigung, ohne Bausicherheit, ohne Müllabfuhr und ohne Abwasserklärung. Ein Problem für Umwelt und Mensch. Die Suche nach einem Ausweg führte Lira schließlich inmitten der Stadt auf ein verlassenes Gelände. 2014 besetzte sie mit der Wohnraumbewegung MNLM das riesige staatliche Anwesen. Sie riefen ein nachhaltiges Wohnprojekt ins Leben, Solano Trindade. Guten Tag, wie geht's? Wie kann ich euch helfen? Sie bauen ihre Wohnungen selbst. Zunächst in einem bereits vorhandenen Gebäude für 12 Familien. Wer kann, hilft mit. Und lernt dazu. Einer mit der größten handwerklichen Erfahrung ist Edivaldo Gomez. Nachts repariert er Busse, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Jede freie Minute investiert er in den Wohnungsbau. Wir machen das immer zu zweit. Einer spritzt den Mörtel und der andere setzt den Block. Das Projekt setzt auf alternative Bautechniken und Materialien, wie Mauern aus selbstgepressten Lehmziegeln. Eine ungewohnte Herausforderung. Ich dachte ja, wir würden das nicht hinkriegen, weil es etwas so Neues ist und voller Details. Aber es gelingt uns und das Gelernte bleibt. Für immer. In Zukunft wollen wir das, was wir hier gelernt haben, auch außerhalb nutzen und unsere Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt anbieten. Auch die Ziegelsteine wollen sie in Zukunft in größerer Stückzahl anfertigen und verkaufen. Sand, Zement und Lehm werden mit Wasser angemischt und kommen dann in die Presse. Diese einfache Technik haben die Bewohner in einem Workshop gelernt. Für das gesamte Gelände gibt es in Solano Trindade ein ökologisches Konzept inklusive Eigenanbau. Im kollektiven Obst- und Gemüsegarten liegt Edivaldos ganzer Stolz vergraben unter Bananenstauden. Hier wird das Abwasser der Toilette meiner jetzigen Wohnung geklärt. Das werden wir bei den neuen Wohnungen auch so machen. Man klärt das Abwasser einer Toilette 20 Jahre lang zu einem Preis von umgerechnet etwa 550 Euro. Und ein weiterer Vorteil, man kann 20 Jahre lang die Bananen ernten. Biologische Abwasserentsorgung mit Vorbildcharakter für die gesamte Region, wo ein Großteil der Kloake ungereinigt in die örtlichen Gewässer geleitet wird.
Seit der Besetzung vor 7 Jahren lebt Edivaldo in einem der verfallenen Gebäude. Anfangs auf engstem Raum mit Dutzenden anderer Familien. Doch die meisten zogen wieder weg, vorübergehend. Denn bis alle neuen Wohnungen fertig sind, wird es dauern. Es fehlt an Geld. Unter Brasiliens aktueller Regierung wurden Förderprogramme gestrichen. Trotzdem gibt Edivaldo nicht auf. Es bedeutet, dass ein Traum wahr wird. Ein Traum, für den wir bis hierhin gekämpft haben. Mit kleinen Schritten, klar, und mit großen Schwierigkeiten. Das Leben hier ist hart. Wenn es regnet, regnet es rein. Es tropft hier und dort, überall. Trotzdem, das Projekt lohnt sich. Hier könnte ich mir sonst nichts leisten. Eine Verbindung aus Wohnen und Arbeiten ist der Plan für Solano Trindade. Mehr als 100 Wohneinheiten plus Schulungszentrum für alternative Bautechniken, Produktionshalle sowie Verkaufsräume. Die Entwürfe dazu kommen von Architekturstudenten, denn es gibt einen engen Austausch mit verschiedenen Universitäten. Ein Apartment hat etwa 55 Quadratmeter. Die Aufteilung bestimmen die Bewohner selbst. Die Modellwohnung ist fast fertig. Wir entscheiden gerade, ob wir hier eine Tür einsetzen oder nicht. Zunächst war nur eine Zugangstür geplant. Dieser Teil hier ist offen, als eine Art Veranda. Wann genau Lira in ihr erstes eigenes Heim einziehen kann, hängt von Spenden ab. So soll die schnelle Fertigstellung der ersten 12 Wohnungen finanziert werden. Meine Hoffnung ist, dass mein Enkel, meine Tochter und ich hier bald leben können, dass wir ein anständiges Zuhause haben werden mit Wasser, mit Strom und mit Ruhe. Das ist das Beste. Und zu wissen, dass es uns gehört. Ihre große Vision für Solano Trindade geht weit über den Traum vom Eigenheim hinaus. Es soll ein Exempel werden für gemeinschaftliches, ökologisches Wohnen und Arbeiten. Eine nachhaltige Inspiration.